Die Hofgeschichten. Heute auf dem Ziegenhof muss Sören beim Kartoffelanbau improvisieren. Ich bin damit zufrieden, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich kann damit leben, wird schon wachsen. Beim Zaunbau droht die Stimmung auf dem Gespüt zu kippen. Mei, gute Laune-Level ist nicht mehr vorhanden. Mühlenhofchef Benedikt Ley macht auch in Öl. Aber ist ganz mild und nussig. Und auf Hof Bercht freuen sich alle auf das große alljährliche Hoffest. Aber vorher ist noch ordentlich zu tun. Wenn dann hier so viele Leute kommen, dann muss das ja auch ein bisschen schick aussehen. Im niedersächsischen Wendland auf dem landwirtschaftlichen Hof der Familie Obermeier. Die 80 Milchziegen kommen nach dem langen Winter nun wieder jeden Tag nach draußen auf die Flächen. Ziegen gelten als Ausbruchskünstler. Deshalb muss Sören Obermeier den Zaun an der Weide immer wieder kontrollieren. Seine Mitarbeiterin Lisa Schölzel überprüft gerade, ob noch alle Litzen in Ordnung sind. Voll wichtig, weil wenn die das einmal checken, dann ist es ihnen irgendwann egal. Und dann gehen sie auch durch Strom. Aber die halten sich ruhig. Also, alles gut. Ziegenzüchter Sören Obermeier hat auch täglich ein Auge auf den Zustand jedes einzelnen Tieres. Der ist halt auch so schön, ne? Dieses Tier hier. Okay. Das ist eine der schönsten Ziegen. Und die macht schöne Lämmer. Wir müssen ein bisschen beobachten, wie die sich hier verhalten. Ja. Also, wir machen jetzt hier nur erstmal vorsichtig. Was? Immer eine Feldstudie. Ja, genau. Das ist gut. Ist aber auch geil, was hier alles so wächst, ne? Ja, ne? So ein Kram. Was ist denn das hier? Neben Gras stehen Wildkräuter und Klee bei den Ziegen ganz oben auf dem Speiseplan. Ich hau wieder ab, wegen zurückbringen. Soll ich da noch mal kommen? Schauen wir mal, wa? Ja. Am Nachmittag kommen die Tiere zurück in den Stall. Sören muss sich jetzt um einen anderen wichtigen Betriebszweig auf dem Hof kümmern. Er will heute Kartoffeln pflanzen. Doch es gibt ein Problem. Wir haben jetzt hier so eine Besonderheit, auch ein Versuch für uns, absolutes Neuland. Wir haben dieses Jahr ein großes Problem, Pflanzgut zu bekommen. Es ist einfach, die Verfügbarkeit ist extrem schwach. Und dann sind wir jetzt zu dieser Maßnahme übergegangen. Wir haben hier, normalerweise kriegt man die Kartoffeln in der Sortierung von 35 mm bis 55. Und alles, was über 55 ist, ist eigentlich, wird nicht gepflanzt, normalerweise. Jetzt haben wir aus der Not heraus aber eine Partie gekriegt, die über 55 ist. Das ist, war diese Partie, die hier in der Kiste ist. Und wir haben dann die alle mit einem Messer geschnitten. Sie sind jetzt hier schön trocken und verkorkt wieder. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Die legen wir jetzt in die Erde und hoffen, dass sie dann genauso gut wachsen wie eine normale Kartoffel. Ist natürlich Angriffsfläche für Bakterien und so. Könnte natürlich passieren. Wir hoffen, dass es nicht passiert. Aber uns bleibt auch nicht so richtig was anderes übrig. Wir probieren es jetzt aus, ob es klappt oder nicht. Es gibt in diesem Jahr einen Engpass bei Pflanzkartoffeln. Denn witterungsbedingt sind viele Sorten von einem Virus befallen. Ja. Ja, wir haben schon gut was weg jetzt, aber es ist halt jedes Mal die Frage, ist das jetzt richtig und ist die Partie jetzt okay, kann ich die jetzt so pflanzen, muss ich da noch mal was bewegen? Und der Druck ist schon echt extrem dann immer in diesen Situationen. 2,5 Tonnen will er heute mit der Kartoffelpflanzmaschine in die Erde bringen. Marianne setzt sich gleich noch mal mit rein. Die fallen dann auch gerne hier runter, das sind hier eben diese Becher. Ne? Das Band dreht sich gleich so, das ist, löffelt sich dann so die da unten aus dieser, ja, aus diesem, wie sag ich jetzt mal, aus dieser kleinen Grube hier raus. Und dann fallen sie durch diesen Kanal durch. Die gehen nach unten. Und dann fallen sie hier unten rein, die Knollen. Und dieses Schar hier, was hier vorne läuft, das macht quasi eine Furche. Und dann fällt die Kartoffel da rein. Und dann kommen diese Scheiben hier und häufeln die so ein bisschen zu. Jetzt kann es losgehen. Erster Testlauf für die Sorte Ballerina. Lübeck in Schleswig-Holstein. Auf dem Gestüt Kriseby leben rund 70 Zuchtpferde. Und die sollen bald wieder raus auf die Koppel. Deshalb will Chef Wulf-Heiner Kummetz einen Zaun bauen. Auch als Lehrstunde für Azubi Barbara. Sie ist seit Januar bei ihm. Dafür brauchen wir
eine Wasserwaage, damit die Pfähle schön gerade werden. Steckt denn in Barbara eine Handwerkerin? Nein. Handwerklich bin ich nicht begabt. Ja, das sind ja super Voraussetzungen heute. Mit Hoflader und Pfahlramme geht's zur Koppel. Die liegt nur ein paar Meter hinterm Stall. So, Barbara. Hier sind unsere Pfähle. Die sind salzimprägniert und haben hier Löcher, wie du sehen kannst. Ja. Das heißt, die sind so gestanzt, dass diese Salzimprägnierung ganz tief im Kern vom Holz landen soll. Ich hoffe, dass das auch am Ende so ist. Und angeblich halten diese Pfähle deutlich länger als ein normaler Eichenpfahl. Und das ist ja Sinn der Sache. Wir wollen ja nachhaltig arbeiten und auch nicht alle 5 Jahre den Zaun neu bauen. So, nimm dir auch mal einen Pfahl. So schwer sind die nicht. Dann schreitest du von hier aus 4 Meter weiter. So. Heute ist der Boden schön nass. Das ist von Vorteil und macht die Arbeit nachher leichter. So, Barbara, noch 4 Stück, dann haben wir es geschafft. Supi. Noch ist Barbara motiviert und gut drauf. Das ist nicht so schwer. Ich hätte sie mir schwerer vorgestellt. Wenn man den Beruf eines Landwirts ausübt, hat man eigentlich gar keine andere Wahl, wenn man nicht ein großes Portemonnaie hat, als dass man sich alles selbst aneignen muss. Zumindest im Ansatz. Man muss sich also immer zu helfen wissen. Ansonsten hat man tatsächlich ein Problem. Man sollte auch Bindfäden enttüdeln können. Hier stehe ich ja jetzt total drauf, auf so ein Gefummel. So, jetzt haben wir es. Hoffentlich. Könnte vielleicht doch noch etwas dauern hier. Mann! Scheiß auf. Ja, auch sowas muss man in der Ausbildung lernen. Ne? Einfach mal Band abwickeln. Wulf Heiner hat heute extra viel Zeit eingeplant. Und das ist auch gut so, wie sich gleich noch zeigen wird. Neben dem Kloster im mecklenburgischen Rühn gibt es eine Ölmühle. Mühlenhofchef Benedikt Ley hat sie vor 3 Jahren übernommen. Mit ihr möchte der Landwirt seine Produktpalette erweitern. Er hat ausreichend Flächen, um Ölsaaten im größeren Maßstab anzubauen. Benedikt Ley und der Vorpächter der Mühle kennen sich seit Jahren. Wann immer er als Fachmann gefragt ist, hilft Ingo Sander gern. Zu Corona-Zeiten musste er die Mühle abgeben. Umso glücklicher ist er, dass der Mühlenhof die Anlage weiter betreibt. Benedikts Mitarbeiterin Mirjam Piel wird sich drum kümmern. Heute pressen sie Raps. Raps ist natürlich so, das ist für viele so ein Allerweltsprodukt, weil es ja sehr viele Rapsflächen gibt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber Raps im Bioanbau ist wirklich eine Kunst. Also ich kenne einige Betriebe, die auch hin und wieder mal Ansaaten umbrechen, weil sie A, gar nicht richtig in Gang kommen oder dann irgendwann mal der Schädlingsdruck da ist und so. Also das ist nicht so einfach. Es ist keine 0815-Pflanze, so wie die meisten immer denken, naja, Rapsöl, das ist halt. Hier wird kalt gepresst, damit die ungesättigten Fettsäuren nicht zerstört werden. Ingo Sander lernt Mirjam Piel an und bringt ihr bei, worauf sie in Zukunft achten muss. Eine total spannende Sache. Ich habe auch schon vor vielen Jahren mal von der Öle gehört und dachte immer mal vorbeizuschauen. Jetzt ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, das gezeigt zu bekommen, wie das funktioniert und das dann selbstständig durchführen und ja, das Produkt erstellen zu können am Ende. Hier, können wir mal probieren. Das ist das, was wir jetzt gerade pressen. In 4-5 Tagen ist es sauber. Sauber. Aber es ist ganz mild und nussig. Und von der Temperatur her eigentlich kalt. Mhm. Ja. Sehr also geschmacksintensiv. Wir haben so Öltemperaturen von 26 Grad ungefähr. Mhm. Ist gut. Wir haben uns gefreut über das Angebot von Ingo, dass wir hier mit dem Klosterverein Rühn und der Kloster Schenke die Möglichkeit haben, uns auch der Öffentlichkeit ein bisschen zu präsentieren. Und die Öle, das ist das eine, das wird Miriam zukünftig über den Onlineshop bei uns vertreiben. Dann wollen wir aber auch Fleisch, Haferflocken
und diverse andere Produkte direkt anbieten und haben hier quasi so ein Tor zur Öffentlichkeit und das an einem ganz tollen Ort hier in der Nachbarschaft. Mirjam füllt Sonnenblumenöl ab. Dort haben sich die Trübstoffe schon abgesetzt. Beim heute gepressten Rapsöl wird das noch 5 bis 7 Tage dauern. Erst dann kann es in die Flasche. Haben wir noch eine? Nee. Das Sonnenblumenöl will Benedikt Lai in die benachbarte Klosterschenke bringen. Schließlich trägt die seinen Namen. Danach wollen Benedikt und Mirjam mit dem Öl an die Müritz fahren. In der Urlaubsregion betreiben Freunde einen Hofladen. Zurück im Wendland. Insgesamt 10 Kartoffelsorten hat die Familie Obermeier im Programm. Landwirt Sören geht heute neue Wege im Anbau, denn er wagt ein Experiment. Da es zurzeit zu wenig kleine Pflanzkartoffeln der Sorte Ballerina auf dem Markt gibt, hat er einfach die größeren halbiert. Sein Helfer Jannis Olm muss nun aber besonders aufpassen. Normalerweise haben wir das Problem nicht, dass wir viele Fehlstellen hier drin haben in den einzelnen Bechern. Das haben wir jetzt aber aufgrund dieser Kartoffelgröße, weil die Kartoffel eigentlich so gesehen nicht richtig zu den Bechern passt. Deswegen sitzen wir jetzt hier drin und wenn mal eine fehlt, legen wir die halt von Hand nach, dass wir trotzdem halt in dem reinen Abstand weiterpflanzen können oder in dem Abstand der Kartoffel dann halt weiterpflanzen können, genau. Insgesamt 4 Hektar Fläche wollen sie heute bepflanzen. Halt mal an! So, gut. Also jetzt, von hier aus sieht man es nochmal besser. Na, da sieht man auch gerade die Kartoffeln, die sind da in diesem Gitter da zu sehen. Ja, und dann fallen sie da durch den Kanal. Die Furche wird gezogen und die Scheiben decken die dann zu. Sören muss zwischendurch kontrollieren, ob das, was die Kartoffelpflanzmaschine macht, auch passt. Wir gehen davon aus, dass hier ist ungefähr, wenn man ein bisschen rückverfestigt, der Nullpunkt. Und da sollten die Knollen drauf liegen. Die Tiefe passt und dann schauen wir immer noch, wie die Ablageweite ist. Weil das natürlich gerade so ein Problem werden könnte bei diesen großen, komischen Kartoffeln. Denn die Maschine eignet sich eigentlich nur für kleineres Pflanzgut. So, jetzt schauen wir uns mal diese Reihe hier an. Und dann messen wir die Abstände. Wir haben die, glaube ich, jetzt gerade, was haben wir gestern? 32,5. Haben wir 32,5 bei denen jetzt schon eingestellt, oder? Ja, hatten wir gestern Abend umgestellt. Okay, der liegt hier zu eng. Der liegt auf 32. Und der liegt auf 33. Also da ist einmal einer wahrscheinlich irgendwie verrollt. Ne, dass der eigentlich auch so, aber das ist akzeptabel. Ich kann damit leben, sage ich mal. Ich bin damit zufrieden, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich kann damit leben. Wird schon wachsen. Dann, nach 4 Stunden Arbeit auf dem Acker. So. Gut. Okay. Genau, so jetzt haben wir die ganzen Längsreihen fertig hier auf dem Schlag. Jetzt so 4 Hektar. So, das ist jetzt der dritte Schlag, der jetzt so langsam fertig wird. Und dann werden wir das Vorgewende noch hier pflanzen und auch da oben, bevor wir dann ja, weiterziehen und dann die nächsten Tage noch andere Flächen dann in Angriff nehmen. Ob der Versuch wirklich klappt und er eine gute Ballerina-Ernte bekommt, das wird Sören erst im Spätsommer sehen. Auf dem Biohof Bercht in Badenhausen laufen die Vorbereitungen für das heutige Hoffest auf Hochtouren. Seitdem Landwirt Johannes den Hof seiner Eltern übernommen hat, wird einmal im Jahr richtig groß gefeiert. Ah, passt oder nicht? So, jetzt haben wir alles für die Stützen da. Oder müssen wir erst noch Werkzeug holen? Gemeinsam mit Azubi Silas und seinem besten Freund Nils muss der Landwirt jetzt noch das mobile Toilettenhaus aufstellen. Dann gib mir den auch gleich mal. Nils, was müssen wir denn noch machen? Ich hole den Weidemann jetzt, dann nehmen wir das Holz da weg. Ja, ist gut. Mehr als 250 Gäste werden heute Abend erwartet. Da soll der Hof glänzen. Wenn dann hier so viele Leute kommen, dann muss das ja auch ein bisschen schick aussehen. Manche nennen das Frühjahrsputz, aber bei uns ist das Vorbereitung zur Fete.
Das Holz muss weg. Der Platz um die Güllegrube herum wird heute anders genutzt. Pass auf, dass er nicht. Nimm mal den und dann ziehen wir nach zu mir hier. Wir wollen jetzt hier den Klowagen hinstellen und das ist unsere Güllegrube. Und ja, dann leiten wir das eben hier rein und dann ist gut. Also kurzer Dienstweg für die Reste. Vorteile, die auf einem Bauernhof eben möglich sind. Der Klowagen muss jetzt direkt über der Güllegrube platziert werden. Gut. Wie weit ist die Platz hier noch nach hinten? Was? Wie weit kann ich noch nach hinten? 3 Meter hast du noch. Wie weit? 3 Meter. Ja. Yeah. Gut, so lassen wir es. Steht er einigermaßen waagerecht? Nee, müssen wir vorne nee, aufpocken. Ja? Nein, der Trecker kommt ab. Nachher fährt noch einer mit. Insassen und Trecker weg. Ah. Gib mal den Schlüssel. Dann haben wir die Gefangenen auf dem Klo. Auch nicht gut. Noch steht der Wagen schief. Wir müssen vorne noch hoch. Zum Glück gibt's den Radlader. Und Leistung. Gut. Hält keiner um. Ein Alleskönner auf dem Hof. Jetzt macht Johannes noch den Vorplatz schick. So, jetzt müssen wir noch ein paar Lumpen hier suchen, wo wir noch ein bisschen Kies verteilen. Und dann sind die wichtigsten Vorbereitungen für die Party geschafft. Jetzt sind erstmal die Tiere wieder dran. Die dürfen bei all dem Trubel natürlich nicht vergessen werden. Klar feiern wir heute und ich freue mich auch mega darauf, aber die Kühe müssen trotzdem gemolken werden und ich bin jetzt so ein bisschen der Springer, der links und rechts rumläuft und guckt, dass alles irgendwie läuft, weil es ist ja immer noch mal, ich kann es noch mal und hier und dann kannst du noch mehr im Melkstand und klar, es gehört dazu und Landwirtschaft und Feiern gehört einfach zusammen und das können Landwirte einfach besonders gut und besonders lang auch. Aber gleich müssen erst mal die Kühe gemolken werden, ehe die Party losgehen kann. Zurück in Schleswig-Holstein auf dem Lübecker Gestüt Krisebi. Azubi Barbara soll heute lernen, wie man auf der Koppel einen Zaun baut. Meine Auszubildende macht gerade einen sehr guten Eindruck mit der Schnur in der Hand. Barbara, wir werden jetzt den ersten Pfahl setzen, locker reinstellen. Ich hole jetzt den Hoflader mit der Ramme und dann tackern wir uns den rein. Bin ich da jetzt schon mittig drauf? Nein! Weiter nach da! So! Noch ein bisschen! Noch ein bisschen! So, pass auf, jetzt mache ich den Klotz da hoch und jetzt wird es gleich laut. So, Barbara, jetzt guck's mal von der Seite bitte, dass du weißt, wo da, das nennt sich Libelle und die Libelle, die Blase dieser Libelle muss immer in der Mitte sein. Okay. Ja, dass das im Lot ist. Und jetzt nehmen wir die Schnur, spannen die hier ordentlich. Also Barbara, wenn ich jetzt gleich den Pfahl reinramme, ist es wichtig, dass wir die rote Schnur nicht berühren, sondern dass am besten so ein Blatt dazwischen ist. Denn wenn wir den Pfahl jetzt zu sehr kippen nach außen, drücken wir uns die Fluchtbecken, haben wir einen Bogen im Zaun, das wollen wir nicht. Wulfeiner nimmt es sehr genau. Es wird zwar kein Zaun für die Ewigkeit, aber 10, 15 Jahre sollte er schon halten. Und Wulfeiner mag es gern gerade und ordentlich. So wird das mit dem Messen nichts, weil dann steht die Wasserwaage ja unten ab. Die muss immer aufliegen und wie wir sehen, schief. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen korrigieren. Das Schöne ist ja, dass wir das mit der Maschine machen können und nicht mit Muskelkraft machen müssen. Gut! Ja! Achtung! Du musst mir sagen, muss ich nach vorne oder nach hinten? Nach hinten! Nach hinten? Ja! Ich verlass mich auf dich! Mini-Zentimeter nach hinten! Wir sind aber noch an dem roten Band dran, ne? Ja! Barbara, der ist schief! Nein, ist er nicht! Oh, ich bin zusammen. Das ist ja nicht die einzige Achse. Geh mal zu dir. Ja? Ich habe dieses Sehen nicht. Also für mich sieht alles gerade aus. Und dann habe ich das Problem, dass
ich kann das gar nicht abmessen. Und wenn man mir sagt, so oder so oder so und ja, also nicht so meins. Naja, nicht schön, aber selten. Mei, gute Laune-Level ist nicht mehr vorhanden. Also, warum ist das gute Laune-Level denn nicht mehr vorhanden? Das macht doch Spaß. Wir sind draußen in der Natur, die Sonne scheint. Mehr geht doch gar nicht als das. Das ist doch das, was die Arbeit ausmacht draußen. So, ja. Guck mal, das ist gerade und jetzt ist dein Job, dass es gerade bleibt. Ganz einfach. Okay? So da bist du zu weit weg. Zu weit weg und ist er gerade? Nein. Nein. Okay. Das nervt mich. Letzter Fall für heute, für diesen Bauabschnitt. Morgen machen wir weiter. Das ist Barbara mehr als recht. Definitiv kein Vergnügen und kein Lieblingsjob, nein. Aber sollte ich irgendwann vor dieser Aufgabe stehen, oh, jetzt muss ich auch Zaun bauen, weiß ich, wie es geht und werde dann das auch hinkriegen, denke ich. Und immerhin, 30 Meter haben sie heute geschafft. Mühlenhofchef Benedikt Ley ist mit seiner Kollegin Mirjam Piel nach Gottun an die Müritz gefahren. Er will Dana und Marco Schneider seine neuen Öle vorstellen. Das befreundete Ehepaar betreibt einen Hofladen in der Urlaubsregion. Sie verkaufen schon Fleisch vom Mühlenhof und möchten in Zukunft auch die Öle vertreiben. Rapsöl und Sonnenblumen. Zeig mal, Bella. Die kleinen Flaschen zum Testen ist es für die Leute immer einfacher als die großen Flaschen. Mhm. Ja. Ja. Und wenn es ihnen schmeckt, können sie immer die großen nachkaufen. Ja. Aber es sind ja viele Touristen, die kaufen eher so eine kleine Flasche als eine große. Aber wir probieren es jetzt mal. Ja, gut, genau. Das probieren wir und schauen wir, was in den Automaten landet. Vier verschiedene Mühlenhoföle haben sie mitgebracht: Sonnenblumen, Leindotter, Raps und Leinsamen. Ey, guck mal, der Farbunterschied. Ja. Wahnsinn. Das ist jetzt das Sonnenblumen. Genau. Dann machen wir es der Reihe nach, den richtigen Lein so. Mehr als andere Öle enthält Leinsaat überdurchschnittlich viele der ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Kalt gepresst ist es goldgelb und schmeckt leicht nussig. Es ist halt ein ganzer eigener Geschmack. Der ist ganz mild und ist halt frisch gepresst. Das ist einfach der Unterschied, wenn man jetzt oft im Laden Öle bekommt, die da schon lange stehen. Dann verlieren die einfach an Qualität und das ist unser Anspruch, dass wir sagen, wir haben eigentlich nichts auf Lager. Wenn ihr bei uns zukünftig bestellt, pressen wir frisch und dann kriegst du ein, zwei Tage später in den Laden und dann lieber kleinere Mengen und wir haben immer frische Öle dann. Deswegen sind die nicht so lange haltbar wie herkömmlich raffinierte Öle aus den Supermarktregalen. Aber dadurch, dass wir das halt kalt pressen und nicht nochmal extra filtern, bleiben halt all die Sedimentstoffe in den Ölen enthalten, die den Geschmack ausmachen. Mirjam ist von ihren ersten selbstgepressten Ölen überzeugt. Farblich und vom Konzept her einfach das frisch gepresste Öl an die Kunden zu liefern, ist, glaube ich, eine gute Idee. Also da kann man nur mit Qualität punkten und ich würde sagen, das schaffen wir damit auch. Ja, ist gut. Und vor allem ist es spannend, wie unterschiedlich die schmecken. Das habe ich nicht erwartet, dass Öle so unterschiedlich im Geschmack sind und so intensiv auch im Geschmack nach der Pressung. In Zukunft möchte Benedikt Ley den Schneiders auch noch Hanföl anbieten. Für uns ist einmal freundschaftliche Verbindung zur Familie und zum anderen halt ein schöner Zugang auch zu so einer touristisch attraktiven Region. Im Jahr kommen so rund 70.000 Radfahrer hier vorbei. Also es ist schon ordentlich Bewegung und wir haben hier zwei Campingplätze, die natürlich dann auch stark besucht werden im Sommer. Ne? Die Touristen kaufen auch gerne am Automaten Dinge, die sie beim großen Einkauf vergessen haben und jetzt dringend brauchen. Deshalb kommen dort die kleinen 200 Milliliter Flaschen rein. Die Leute finden das toll, dass es sowas gibt und sie mögen ja regionale Produkte, gerade die Urlauber. Und die sind da schon ziemlich erfreut drüber. Die Touristen an der Müritz könnten für den Mühlenhof eine neue Kundschaft werden.
Auf dem Biohof Bercht hat heute eine Frau das Sagen. Wollen wir da anfangen? Johannes Schwester Dietke ist nämlich die Cheforganisatorin der Hoffete. Von wo nach wo wollen wir denn? So, so, so und so, wenn es reicht. So, so und so. Wahrscheinlich reicht es eben. Also eigentlich so, so, so. Wir fangen jetzt erstmal an und gehen einmal rüber. Bei uns Schäfern ist das so. Und willst du nach ganz oben? Naja, da ans Tor. Es soll eine rustikale Party werden, aber ein bisschen Deko ist erlaubt. Ja, reicht. Jetzt merkt man wieder, dass hier auch Frauen dabei sind. Dann wird es einfach auch ein bisschen hübscher. Los. Dietke studiert Landwirtschaft in Göttingen. Sie möchte einmal Berufsschullehrerin werden. Zurück auf den elterlichen Hof ist für die 24-Jährige keine Option mehr. Ach, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, mein Leben lang hier zu melken. Und ich glaube, im Endeffekt dann später die Teamarbeit mit Johannes. Es kann funktionieren, aber ich weiß nicht, ich möchte schon mein eigenes haben und meinen eigenen Job haben. Und ja, so ein bisschen mit dabei sein ist immer schön, aber nicht für immer. Einmal im Jahr organisieren die zwei zusammen mit ihren Freunden das Hoffest. Nee, ich glaube, wir müssen weiter nach da. Und wo wollen wir da ran? Das weiß ich noch nicht. Guck mal, da oben ist eine Schraube dran. Vielleicht kannst du den daran festmachen, geradeaus. Die Zusammenarbeit mit ihrem Bruder nimmt Dietke mit Humor. Eigentlich ganz gut, aber gerne hält er sich auch aus bestimmten Sachen einfach raus. Und dann machen wir das. Ich kann sich keinen besseren Teampartner vorstellen. Das ist eine Lüge. Aber eigentlich ganz gut im Großen und Ganzen. Aber ich bin froh, dass wir hier so viele Freunde sind, die alle zusammenarbeiten. Und dann kann man sich auf die auf jeden Fall 100% verlassen. Gut, und jetzt? Fertig. Beim letzten Feinschliff hilft jetzt auch noch ihr Vater Steffen Bercht. Birken und Flieder sollen für etwas Gemütlichkeit sorgen. Ja, wunderbar. Dankeschön. Johannes schaut noch schnell im Stall vorbei. Da melkt Azubi Silas mit einer Freundin die Kühe. Die Tiere müssen 7 Tage in der Woche gut versorgt werden. Und läuft hier alles? Braucht ihr noch Hilfe oder so? Gut. Ja, die haben alle gut gesoffen, die Kälber da drüben. Dann gehe ich jetzt wieder nach vorne und mach da weiter. Moin! Ja! Du wirst sehnsüchtig erwartet hier. Oh Mann! Schon jemand verhungert? Ja. Alles auf du, da freuen wir uns doch. Die Scheune ist zum Partytempel umgebaut. Jetzt kann es gleich losgehen. Dietke, hast du schon irgendwas von dem DJ gehört? Ja, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Der kommt, also auch wenn er Rückenprobleme hat, kommt er hierher. Müssen wir da noch so einen Stuhl hinstellen oder so? Ich glaube, den hat schon wer hochgestellt, tatsächlich. Okay. Mit selbstgemachtem Nimm zwei Schnaps stimmen sich alle auf die Hoffete ein. Dann auf einen erfolgreichen Abend. Prost. Prost. In einer halben Stunde kommen die Gäste. Dann geht's erst richtig los.